mit Dark Angel. So, hi, hallo und herzlich willkommen bei Potananda. Mal wieder und endlich aus der Hart. Heute bin ich nicht allein, denn... So, guten Tag zusammen! Ja, hallo erstmal! Ja, wir sind zusammen unterwegs. Ja, Dark Angel on Tour, Darksider on Tour. Mit dem Schrömi in der Hart. Und wir machen jetzt hier richtig einen auf Wanderautobahn und gehen den Hart-Grenzweg. Wir sind also immer hart an der Grenze. Seid gespannt und kommt mit, los! Das wird ein Spaß. Ja, sehr! Zack! So. Also, der Hart-Grenzweg. Hart an der Grenze. Hier in der wunderbaren Hart. Auf einer Wanderautobahn. Es geht 5 Kilometer in die eine und 5 Kilometer wieder in die andere Richtung. Das klingt jetzt erstmal nicht spektakulär, ist aber wunderbar angelegt. Man hat also immer wieder nette Stationen hier, kann sich informieren über Wald, Feld und Flur. Und genau das machen wir jetzt. Kommt ein bisschen mit, los geht's. Und auch immer wieder jede Menge Infotainment hier. Man kann sich super informieren über den Lebensraum Wald. Und hat auch immer noch hier nette Schnitzfiguren zu stehen. Ja, diesmal sind wir tatsächlich nicht im Wald selber unterwegs, sondern hier entlang dieser wunderbaren Promenade, weil das Ganze ja auch noch barrierefrei ist. Genau so muss das sein. Man läuft da über zweimal, ne? Ganz genau. Das ist auch die Hart, wunderbare Weitblicke und diese Promenade, die geht hier komplett entlang. Da hinten sehen wir ein Windrad, ein Aussichtsstand gibt es auch noch und genau da laufen wir hin. Los! So, hinter mir seht ihr eine Touristengruppe, die hier die Wunder des Waldes erkunden. Und da sieht man eine besondere Gattung eines sogenannten YouTubers, der dann auch alles dokumentiert mit seiner Kamera, nebst Weibchen, die ist dann für die Standbildproduktion zuständig. So, zwei Männer auf der Bank erzählen sich einen Witz. Es geht. Ach, das geht. Wenn Umfeld fällt um, es windet gerade relativ stark, das macht aber nichts. Komm her, setz dich zu uns. So, ich habe meinen Text nicht auswendig gelernt, gar keine Zeit dazu. Gestern war Fußball, schönes Spiel gewesen. Einfach mal was ausgedruckt hier vom Regionalverband Ruhr über die Waldpromenade. 5500 Hektar ist das Waldgebiet hier groß. Das ist wahnsinnig. Komplett hier am Rande der Metropole Ruhr auch. Das ist schön zu erreichen. Gute 40 Minuten vielleicht von Essen hierher gefahren. Oh, das windet jetzt aber heftig. Donnerwetter. Und das Ganze gehört irgendwie zu 2/3 oder so dem Regionalverband Ruhr. Grüße an dieser Stelle übrigens. So, die Waldpromenade, habt ihr ja schon gesehen, weitgehend hier am Hart-Grenzweg. Ganz bekannter langer Weg und bezeichnet hier eine historische Grenzlinie zwischen Wald und Feld. So, 5,5 Kilometer ist die Strecke lang und soll uns hier viele interessante Themen offenbaren. Das heißt, es gibt also auch noch ein bisschen was für die Birne, nicht nur für die Beine, sondern man will ja auch ein kleines bisschen auch noch mit nach Hause nehmen. Ne? Vor allen Dingen auch 20 Bankstationen, das ist super. Barrierefrei ist das Ganze auch, finde ich auch klasse. 19 Holzskulpturen sind das übrigens. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber die sind schon mal imposant. Ne? Ja. Und 26 Infotafeln. Auch noch mit Audio-Hinweisen, das heißt, du kannst da irgendwas abscannen, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. So, hast du also immer wieder Erlebnisstationen, das finde ich ganz cool, die so ein bisschen das Thema Wald vermitteln. Und so auch, haben wir vorhin gesehen, den Lebenszyklus des Hirschkäfers. Hör mal, das geht. Ach da, jo, ja, probieren wir gleich mal. Hirschkäfer, jo. Und dann haben wir hier, siehst du, vielleicht sind wir da schon dran vorbei, eine 3,3 Kilometer lange, auch eine barrierefreie, sehr familienfreundlicher Rundweg in den Wald hinein. Da sind wir jetzt, glaube ich, vor lauter Schnacken dran vorbeigelaufen. Ne? Das Ganze soll dann also mit Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl
super befahrbar sein. Also das finde ich eine klasse Sache und auch wieder mal ein Beweis, dass man jetzt gar nicht so wirklich extrem wandern machen muss, ne? Um irgendwie eine schöne Zeit zu haben. Die einfachen Dinge sind die wichtigen. Ja, du, guck mal, so finde ich, und dafür finde ich, ist YouTube da. Ne? Wenn man sich schon so lange irgendwie sieht über einen Kanal und kommentiert und schreibt und austauscht und sich da mal persönlich trifft, ist das, als würde man sich schon ewig kennen. Ne? Also ist eine total geile Sache und dafür, ja, dafür macht man das YouTube, finde ich. Ne? Und nehmt den ganzen Druck raus und die ganzen Zwänge und genießt einfach mal. Und genau das hier ist das Schönste, was dir passieren kann. Ja, weiter geht's. Schönen Dank fürs Zuschauen und Hören. So, Kevin, gib alles. Hör mal. Alter. Na, die erste Stufe ist auf jeden Fall schon mal hoch. Fantastisch. So, genau auf diesen Moment habe ich so sehnlichst drauf gewartet, genau, einfach mal den Kevin jetzt hier mit dem EDC arbeiten sehen. Ja. Und es ist so, wie es ist in den Videos, er schleppt wirklich alles mit. Ich schleppe dann alles mit. Ich mache das ja auch und ich muss mich wirklich zwingen, manchmal andere, weniger Sachen mitzunehmen. Und dann brauchen tust du davon eigentlich nichts. Aber es fühlt sich jedenfalls immer gut an, wenn man es dabei hat. Ich sag mal so, eine richtige Tour, da gehört auch ein Tee dabei. So, auf jeden Fall. Das ist halt keine richtige Tour. Aber das ist aber auch eine Augenweide, ne? Das ist einfach schön. Der Kevin hat Krümeltee dabei. Das ist total geil. Ja, Krümeltee ohne mich. Was, hast du den X-Boil da? Ja. Ah, Standardversion. Botengeiles Stück. Da muss sie ja lange drum kämpfen, ne? Ist sie meine Frau. Was sagt denn die Frau dazu, wenn man so einen gierverrückten Kerl hat? Auch beim Essen darf man jetzt ja nicht, aber egal, ich mach das einfach. Doch, darfst du gut. So, wir sind ja unter uns. Wir sind ja unter uns. Na gut, ich meine. Irgendein Hobby muss der Kerl haben. Und ja, bei mir sind es die Messer. Ja. Oh. Lieber so, als wenn ich fremd gehe. Richtig. So, da weiß man wenigstens, wofür die Kohle raushaut. Richtig. Aber dann ist man sich ja einig. So, wunderbare Weitblicke. Hier vom Hart Grenzweg, von der Waldpromenade. Wahnsinns tolle Aussichten, toller Aussichtspunkt mit Fernglas hier und nochmal tollen Holzskulpturen. Ja, Wahnsinn. Ich dachte schon, da müsste man irgendwie Geld reinschmeißen ins Fernrohr. Nee, nix ist da Mode. Das kannst du so nämlich machen. Also gleich rein da. Ja, hier der Kollege, der steht schon etwas länger da. Der ist schon ganz knorrig und schon ziemlich holzig unterwegs. Aber ich mag den Bruder hier. Das sieht auch ganz cool aus. Ja, da sind wir wieder. Unsere kleine Reisegruppe, unser kleines touristisches Grüppchen macht jetzt hier wieder an einer weiteren Stelle Halt und bewundert nochmal die Wunder des Waldes hier, muss man sagen. Ja, und wir sind auch bald durch, zumindest 5 Kilometer in eine Richtung. Und da sind wir bei der Mutter Vena angekommen. Auch ein wunderbares Ausflugsziel. Und dann heißt es da gleich wieder zurückkommen. So, und da wären wir auch schon wieder am Ausgangspunkt unseres kleinen Spaziergangs von der Waldpromenade hier in der Hart, vom Hart-Grenzweg. Also hart an der Grenze, das war jetzt nicht hart an der Grenze, sondern das geht immer schön gemütlich am Waldrand, am Feld lang. Wir haben uns tatsächlich heute nach langem, langem Hin und Her dann endlich persönlich getroffen und wie gesagt, das macht YouTube aus. Genau das ist das, wofür wir das hier alles machen und da kann man, wie gesagt, wunderbar jeden Weg eigentlich gehen und sich mal gescheit und in Ruhe unterhalten. Also,
Wenn ihr Bock habt, dann lauft doch die kleine Runde nach, beziehungsweise geht einfach in die Hart. Da gibt es von überall her wunderbare Wanderwege. Sehr gut ausgeschildert, überall viele Wanderparkplätze. Ja, und das ist einfach, ja, das ist hier schön. Einfach, das ist hier einfach schön. Schön ist genau, trotz Navi und viel Reden, ja, dann auch noch laufen. Irgendwie was vercheckt dabei. Und ich bin froh, dass wir wieder hier sind. Ja, der liebe Kevin, die Ela, Darksider on Tour, Abo, liken, kommentieren, da auf dem Kanal, hier in der Videobeschreibung und bis bald zum nächsten Mal. Der Schröbi von Potternander. Heute mit Darksider on Tour. Ciao.